Sie sind ja ein richtiger Raumfahrt-Fan. Sie können gerne zu uns kommen. Genau, nehmen Sie einfach Ihr eigenes Mikro. Entschuldigung. Ja, so schnell wollen wir Sie jetzt nicht an die Seite mitlassen. Ein bisschen will ich noch mit Ihnen reden. So. Sie sind ein richtiger Raumfahrt-Fan. Kann man das so sagen? Ja, das bin ich auf jeden Fall. Da war ich so alt wie die Kiddies hier. Ah. Heute bin ich ja auch Fan. Sehr schön. Also Sie geben ja heute noch Konzert vor vielen tausend Menschen. Ja. Aber manchmal, da tragen Sie auch vor einem kleinen Publikum vor. Sie machen zum Beispiel Workshops für Kinder. Also worum geht es da? Was machen Sie? Das sind spezielle Kinderworkshops, die ich vor Konzerten mache. Da erkläre ich den Kiddies, wie die Technik funktioniert vor Ort und dann dürfen sie eine Frage stellen, wie das Business läuft und vor allem auch geht es dann immer sehr schnell Richtung Weltraum, wie Weltraumfahrt, dann stellt sie mir physikalische Fragen. Und insoweit ich die Frage ob man kann, dann wird das ja. Und zwar sehr gerne. Okay, sehr schön. Was ist Ihre Botschaft an jungen Leute? Was ich toll finde, das war mein erstes wirkliches Erlebnis 1969, als ich zum ersten Mal ein Bild von der Erde sah, wie sie hinter dem Mond aufging. Das war ja damals was vollkommen Neues. Und da wurde mir vollkommen klar, und das ist die Botschaft auch der Raumfahrt, denn wir haben nur einen Planeten, wir haben nur den. Geh zukünftig bitte sorgfältig damit um. Dankeschön. Sehr wichtig. Major Tom ist ja mein größter Hit, unbestritten. Und dann haben wir irgendwann vor 4 Jahren den kleinen Major Tom draus gemacht. Das ist ein kleiner Weltraumfahrer, der euch der Naturwissenschaft und die Weltraumabenteuer näher bringt. Das heißt, ihr bekommt auf eine spielerische Art und Weise erklärt, wie das da oben funktioniert. Da arbeiten wir mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammen, da arbeiten wir mit dem Verlag zusammen, mit dem Dr. Flessner, das ist der Zukunftsforscher. Da sind sehr, sehr viele kompetente Leute dabei, die dafür sorgen, dass das, was da beim kleinen Bildschirm von drinsteht, auch stimmt. So. Wir haben auch Leseproben im Saal verteilt und jetzt vom kleinen Major Tom wieder zum großen Major Tom, der völlig losgelöst schwebt. So, wir freuen uns, dass Sie diesen Song spielen und singen werden. So, und an euch alle, ihr habt ja diese Kugelschreiber in den Tüten und das sind sogenannte Leuchtkugis, ganz besonders, die leuchten und die dürft ihr jetzt gleich alle anmachen und dann über den Köpfen hin und her schwenken. Doch Sie bekommen von uns einen Leuchtkugel. Dann würde ich sagen, Major Tom, bitte.